So solltest du die letzten 24 Stunden vor einer Klausur nutzen. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabitur. Nachdem es jetzt wirklich in die ganzen Klausuren, wie gestern schon angekündigt, geht, hier ein ganz, ganz wichtiges Video, und zwar wie du die letzten 24 Stunden für eine Klausur nutzen solltest. Weil wir sind immer sehr viel damit beschäftigt, oh, wie soll ich allgemein lernen und all diese Themen, aber die letzten 24 Stunden, die behandelt jeder so wie alle anderen Stunden zuvor. Aber gerade die unmittelbare Zeit, bevor die Prüfung losgeht, ist so wichtig und macht so viel darüber aus, welche Note du schlussendlich bekommen wirst. Und deswegen erkläre ich dir jetzt, wie du diese Zeit für dich verwenden solltest. Also, ich habe mir das Ganze jetzt hier auf einen Zettel aufgeschrieben, wie ich das wirklich Stück für Stück, Stunde für Stunde im Prinzip machen würde. Und zwar ist es eigentlich ganz einfach. Ich sag mal so, am Vortag vor der Klausur habt ihr von 8 bis 16 Uhr ungefähr, denke ich mal, so im Schnitt sowieso Schule. Deswegen, da würde ich einfach nur sagen, versucht euch möglichst auf den Unterricht zu konzentrieren, auch wenn es eine mega wichtige Klausur ist, auch wenn du vielleicht Angst hast, dass du nicht perfekt vorbereitet bist. In den Unterrichtsstunden versucht dich wirklich auf die jeweilige Stunde und auf das jeweilige Fach zu konzentrieren. Weil wenn du das nicht machst, hast du da wieder eine Lücke, und dadurch, dass du die eine Klausur dann ein bisschen besser schreiben wolltest, hast du dir in allen anderen wieder die letzte Stunde verkackt. Und das steht einfach in überhaupt keinem Verhältnis. Aber wenn du sagst, okay, ich will mich irgendwie echt noch, muss mich echt noch vorbereiten, dann nutze dafür die Freistunden und die Pausen, aber bitte nicht in den Unterrichtsstunden selbst. Dann, nächster Punkt. 16 Uhr, wenn du dann heimkommst, ganz, ganz wichtig, auch wenn du das Gefühl hast, du musst noch mega was lernen, mach das nicht, sondern mach als allererstes eine Refresh-Phase, so wie ich sie immer nenne. Eine Refresh-Phase besteht für mich aus drei Komponenten: Wasser, Bewegung und frischer Luft. Das bedeutet, wenn du heimkommst, trink erstmal ordentlich was, vielleicht dusch auch. Klatsch dir Wasser ins Gesicht. Ich finde Wasser, hier, deswegen steht auch hier mal unsere schöne Abiturathleten-Bottle, hat so ein erfrischendes, erlebendes Element. Ja, du bist dadurch so viel, du bist irgendwie so wieder am Start. Ja, genau das gleiche mit Bewegung. Ihr kennt es selbst, du sitzt eh die ganze Zeit im Unterricht in der Schule rum. Wenn du dich bewegst, Alter, du, und wenn es so, es muss nicht mal ein richtiges Workout oder richtig Sport in Laufen gehen sein, einfach nur dich 2, 5, 10 Minuten zu bewegen, macht so einen großen Unterschied. Und wenn du das dann auch damit kombinierst, an der frischen Luft zu sein, hast du so schnell wieder so viel Energie, weil meistens, viele sagen, oh, nach so vielen Stunden in der Schule bin ich am Arsch. Es ist nicht wirklich am Arsch, du bist noch nicht wirklich müde, es ist einfach nur, du wirst schlapp. Du hast doch Energie, aber es ist dein ganzer Körper fährt so runter. Und deswegen versucht das Ganze dadurch wieder zu erfrischen. Dann, nächster Punkt. 17 Uhr. Das bedeutet, ich denke so, 16 Uhr, diese Refresh-Phase würde ich so eine halbe Stunde lang machen. Vielleicht willst du dann auch noch was essen, dann würde ich das machen. Und um 17 Uhr würde ich dann wirklich nochmal eine konzentrierte Lerneinheit machen. Das bedeutet, in dieser konzentrierten Lerneinheit, mach bitte keine Experimente mehr. In dem Sinne von, wenn du bisher irgendwas gar nicht verstanden hast, irgendein kleines Element, dann schau dir das auch nicht mal an. So, dann ist es durch, mein Gott, dann ist es so. Genauso auch mit anderen Dingen. Versuch nicht nochmal neue, schwierigere Aufgaben zu rechnen, wo du dann auf einmal das Gefühl hast, oh fuck, jetzt kann ich es doch nicht. Sondern das Entscheidende bei dieser letzten intensiven Lerneinheit ist einfach das, dass du alles nochmal durchspielst, einfach die Sicherheit gewinnen. Ja, das ist wie so eine Generalprobe. Bei der Generalprobe machst du auch nicht einfach nochmal das komplett Neues in das Stück rein. Nein, du machst einfach das, wovon du schon weißt, dass du es kannst, einfach nochmal durch, dass du sicher sagen kannst, okay, ich habe das drauf, boom, ich bin ready für morgen. Das ist das Entscheidende an dieser Lerneinheit. Dann, denke ich, könnte so 1,5 Stunden gehen, ist auch wieder abhängig von dir, deinem Fach, wie gut du vorbereitet bist und so weiter. Aber dann sagen wir mal 18.30 Uhr würde ich eine Pause machen. Ja, mach wirklich eine Pause, dann will ich auch den Kopf nicht überanstrengen. Ich meine, klar, ich bin ehrlich gesagt sogar ein Fan davon, noch unmittelbar vor Klausuren auch am Vortag zu lernen, wenn du dich sonst nicht vorbereitet hast. Das ist meiner Meinung nach die einzige Art und Weise, wie du da noch was rausholen kannst. Aber wenn du wirklich gut vorbereitet bist und es nicht mehr unbedingt brauchst, auch gerade in der vorherigen Lerneinheit, was alles richtig gut gelaufen ist, dann versuch dir da wirklich eine Pause zu gönnen. Ich würde ab der Situation auch ehrlich gesagt dein Handy weglegen. Leg's weg, es lenkt dich einfach nur ab, deinen ganzen Kopf, es bringt dich einfach nur wieder durcheinander. Mach vielleicht Sport, geh nochmal raus, les was,
Ja, versuch einfach langsam schon zum Schlafen überzugehen. Ganz ehrlich, das ist dein einziger Fokus, den du an dem Abend noch haben solltest, dass du einfach schaust, möglichst entspannt ins Bett zu kommen. Das bedeutet, mach deine Abendroutine, ess noch zu Abend. Einfach all die Dinge, die locker und entspannt sind, wo du nicht groß drüber nachdenken musst, dein ganzer Kopf alles einfach einordnen kann, deine ganze Kognition, deine ganzen Denkprozesse, dein ganzes Gehirn einfach runterfahren kann, sich ausruhen kann, dass du das morgen in der Klausur dann auch zu 100% am Start hast. Das Einzige, was hier jetzt noch steht, was ich dir absolut empfehlen würde, ist, dass du unmittelbar vor dem Schlafengehen unbedingt dir nochmal alles durchliest. Nichts rechnen, nichts nachdenken, einfach nur nochmal durchlesen. Auch nicht mega oberflächlich, sondern einfach nur einmal vernünftig nochmal durchlesen, ohne groß nochmal den Anspruch zu haben, irgendwas neu zu verstehen, sondern es einfach nur nochmal in deinen Kopf reinzubekommen, dass dann während dem Schlafens, ja, im Schlaf tut unser Kopf im Prinzip alles rekonsolidieren. So nennt sich das eine Konsolidierungsphase. Das bedeutet, dein Kopf verarbeitet einfach alles, was du ihm gegeben hast. Und wenn du natürlich was unmittelbar vor dem Schlaf gegeben hast, ist das nochmal wesentlich präsent. Das heißt, du wirst nochmal viel stärker verinnerlichen und am nächsten Tag auch wesentlich sicherer parat haben. Du kannst dann beispielsweise, nachdem du das gemacht hast, noch eine kurze Meditation machen und vielleicht noch ein paar Affirmationen und dann durchschlafen gehen, dass du da wirklich einfach safe einen Schlaf hast. Da bitte auch wirklich genug, nicht zu viel. Sonst bist du am nächsten Tag extrem schläfrig, aber einfach das Maß an Schlaf, wo du weißt, okay, das ist das Richtige für mich. Und dann auch im Prinzip kein großer Hokuspokus, ja, kein großer Hokuspokus. Wenn du am nächsten Tag aufstehst, beispielsweise jetzt mal 6 Uhr, mach die Morgenroutine, die du schon kennst. Wo du weißt, okay, damit habe ich einen guten Boost in den Tag. Wir können hier rechts oben auch nochmal das Video zur produktiven Morgenroutine für die Schule verlinken. Da findest du ganz, ganz viele Inspirationen dafür. Weil viele denken immer, oh, jetzt kommt eine Klausur, jetzt muss ich was ganz anderes machen. Nein, musst du nicht. Musst du nicht. Deine einzige Aufgabe in dieser unmittelbaren Zeit vor der Klausur ist es im Prinzip locker, entspannt und vorbereitet, dich auf diese Situation überzuleiten. Und wenn du das hast, dann ist alles erfüllt. Alles erfüllt. Kein Fokus mehr auf irgendwas anderes. Einfach nur noch darauf konzentrieren. Und dann mach einfach die Dinge. Aufstehen. Morgenroutine im Sinne von spazieren gehen, meditieren, frühstücken. Auch beim Frühstücken. Fang nicht auf einmal an, weil du denkst, oh, jetzt muss ich aber die Superfoods auspacken. Ess einfach das, was du immer isst, wo du weißt, dass du es verträgst. Schlimmste ist, wenn du denkst, oh shit, das ist jetzt eine Oberstufenklausur, das ist jetzt die Klausur Mathe, da muss ich jetzt ganz besonders am Start sein. Dann haust du dir 3 Kilo Traubenzucker rein und bist dann in der Prüfung komplett weg. So, bringt dir überhaupt nichts, bringt dir überhaupt nichts. Was ich nur da anders machen würde, ist noch, dir unmittelbar bevor du zur Schule gehst, nochmal durchzulesen, was du alles gemacht hast. Also im Prinzip das, was du am Vorabend vorm Schlafengehen gemacht hast, würde ich an deiner Stelle da nochmal in der Früh machen. Einfach nur, um es wieder frischer parat zu haben. Weil oftmals ist ja so eine Vorbereitungszeit für eine Klausur auch gar nicht so lange in der Oberstufe. Das bedeutet, du hast es noch gar nicht so tief zwangsläufig verarbeitet. Sprich, wenn du es einfach davor nochmal wiederholst, hast du einfach viel mehr im Kopf. Und auch dann, wenn du nicht in der Prüfung schon bist, aber wenn du in der Schule bist und dann kurz davor bist, dass die Prüfung beginnt, würde ich unbedingt mein Surfacing nochmal machen. Was meine ich mit Surfacing? Das hat ja im letzten Jahr den Leuten vom AA-Team 2018 schon extrem viel gebracht. Und zwar bedeutet es nichts anderes, als dass du einfach die Sachen angenommen, das sind jetzt so deine Blätter, die du hast, die du dir da durchlesen möchtest, wo im Prinzip einfach der ganze Stoff draufsteht, dass du einfach nur sagst, okay, liest durch, das Thema, bam, okay, kann ich. Das heißt wirklich nicht mehr als 2-3 Sekunden pro Seite. Guckst einfach an, okay, kann ich, ja, kann ich, ja, kann ich. Das heißt, du versuchst wirklich nur auf die gröbsten Themenblöcke und einfach noch ein paar Stichpunkte dazu nochmal in deinen Kopf reinzurufen und dir vor allem selbst zu sagen, ich kann das. Das bedeutet, das dient nicht mehr zum Lernen, das dient nur noch dafür, dass du mit einem positiven Gefühl in diese Prüfung reingehst, weil du einfach sagst, bam, ich hab's drauf. Ich hab's drauf. Weil wenn du mit dem Gefühl in die Prüfung gehst, dann wirst du die auch rocken. Und auch dazu, wie du eine Prüfung richtig bearbeitest, kommt übermorgen am Donnerstag noch ein Video. Könnt ihr euch auch sehr stark freuen. Wie immer 18.15 Uhr. Ansonsten denkt bei jeder Klausur daran, ich glaub an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.